Joho, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Guild Wars. Ja, ich habe was für euch gemacht. Ja, und zwar habe ich für euch in eurer Abwesenheit mein Inventar reorganisiert. Ja, und zwar habe ich als allererstes mal hier das mit den Taschenanzeigen gemacht, sodass man halt jetzt hier unterschiedliche Taschenregister quasi sieht. Und habe versucht, die mal zu sortieren, was mir ziemlich schwer gefallen ist, wenn ich mal ehrlich bin. Denn was ja für mich ein absolutes No-Go ist, ist, wenn hier 5 Sachen drin sind und hier 10 Sachen drin sind, vielleicht sogar noch hier vorne ein paar und hier hinten ein paar und in der Mitte frei. Oder hier ist gar nichts drin, aber dafür sind hier 3 Plätze belegt, das geht überhaupt nicht. Also das entspricht zumindest wirklich überhaupt nicht meiner Vorstellung von Ordnung. Also habe ich jetzt hier folgendermaßen sortiert. Hier oben ist eigentlich alles drin, was ich eigentlich in die Bank tun könnte. Oder was ich definitiv einfach hier in diesem Spiel so wirklich gar nicht mit diesem Charakter brauche. Ja, Reparaturkanister, die sind halt gut für Innis oder so. Und ja, Schwarzlöwentruhen, aber wann findet man schon mal einen Schlüssel? Meistens nur alle 10 Stufen innerhalb der persönlichen Geschichte. So, dazu gepackt habe ich dann, damit die Tasche voll wird, noch meine Abbauwerkzeuge und meine Wiederverwertungskits. In der zweiten Tasche sind alle meine Verstärker, alle meine, hier die Beutel, die ich so sammle. Boah, hiervon habe ich schon 29 Stück, sehr krass. Und dann auch noch die Kisten, die ich einfach noch nicht öffne, weil ich nicht weiß, was ich damit momentan soll. Das wäre einmal die Truhe der Loyalität. Und dann auch noch 2 Truhen mit exotischer Ausrüstung. Eine hatten wir ja schon davon geöffnet. Das ist diese mit dem faulenden Seermasken-Dingsbums hier gewesen. Und dann noch die bitterkalten Werkzeuge. Da ist auf jeden Fall irgendwie was Winterliches drin. Und ich glaube sogar 3 Teile. Und deswegen lasse ich die einfach noch zusammengepackt. So, in der dritten Tasche sind all die Handwerksmaterialien, die ich jetzt nicht mehr in meine große Bankkiste sammeln kann, weil die anscheinend entsprechenden Fächer voll sind. So, das gleiche mit Dragoniterz, hässliche Wollhüte sind auch Handwerksmaterial. Gut, und dann habe ich hier halt noch reingestopft, hier meinen Buffhut, die beiden Teile, die ich hier habe. Ja, und diese 3 Sachen hier, also Crap-Zeug halt. So, aber eben auch nichts, was wir wegschmeißen, sondern was wir schon noch benutzen werden. So, hier unten habe ich die beiden Teile hingepackt, die ich jetzt momentan eben gar nicht benutzen kann, beziehungsweise nicht an den Mann bringen kann, an den Händler. Aber vielleicht machen wir jetzt hier gleich in der Kolkorensburg, die ja vermutlich eine Skridburg ist, ja, ein Herzchen. Und dann können wir dort auch unser Zeugs verkaufen. Ihr habt natürlich recht. Ein großer Vorteil, den ein solch aufgeräumtes Inventar hat, ist, man nimmt vielleicht auch schon mal eher so einen Verstärker. Ne? Also als ich vorhin sortiert habe, habe ich dann auch geguckt, oh, Kammerverstärker, oh, warum nicht, ne? Kann man ja mal nehmen. Oder Erfahrungspunkteverstärker, sehr cool, ja, könnten wir ja mal nehmen. So, ja, ihr habt natürlich recht. Ihr habt recht. Gut, jetzt habe ich es gesagt, ich habe Unrecht und ihr habt recht. So, und damit ich nicht gleich anfange zu weinen, gehen wir jetzt hier rein. Und hier läuft sogar ein Event. Holt euch die Eindämmungskristalle von den Skrid zurück und bringt sie zur gelehrten Dane. Oder Dane. Oh, das sieht ja aber cool aus. Was ist das? Eindämmungskristalle. Die sollen wir holen? Kann ich mal machen. Nimm einen Eindämmungskristall. In Ordnung. Und wo ist die Gelehrte? Oh, sie ist da. Nicht, dass sie hier gleich umkippt. Das wäre uncool. Kann dir das hier nützen? In Ordnung? So wie es aussieht, mache ich ja anscheinend hier dieses Event alleine, ja? Also. Oh, aber beim Töten von Phantomkobolden mache ich gleichzeitig auch noch einen Fortschritt. Ja, damn. Bei dem Herzchen hier, so. Eindämmungskristalle. Eindämmungskristalle. Ach, ich kann hier gleich mehrere tragen. Die muss ich nicht alle einzeln irgendwie bei der abgeben. Das ist ja schön. Verschiedene Pilze. Und noch mehr Rohreindämmungskristalle. Dann gucken wir doch mal, ob wir wirklich so alleine sind, dass es hier schon viel Fortschritt macht. Studiert das gestern. Kann dir das nützen? Zu überleben. Okay, das waren jetzt immerhin schon 6 Stück.
Es liegen ja noch jede Menge hier so. Und dann können wir hier noch diese hässlichen Kobolde wegmachen. Phantom-Kobold. Also so phantommäßig finde ich die jetzt nicht. Ich finde, die sind schon relativ fleischlich hier. Er läuft natürlich nicht in mein Feld, ist klar. Er kommt erst in mein Feld rein, wenn ich das hier schon wieder beendet habe. Mhm. Was ist das? Was zur Hölle? Ja, ob wir das vielleicht noch herausfinden, das wäre cool. Die Runen-Eindämmungskristalle sind auf jeden Fall sehr hübsch. Und überhaupt sieht das hier schon sehr hübsch aus. In dieser Höhle. Kein Wunder, dass die Skrit hier leben. So. Ich glaube, das waren jetzt alle, oder? Spawnen die vielleicht auch neu? Oder vielleicht auch noch an einer anderen Stelle? Bitte, sammelt Kristalle, damit die hübsche Pflanzenfrau uns helfen kann. Oh ja, das mache ich hier. Moment. Bäm. Ach, hier sind noch mehr. Okay, okay, okay. Er ist denn da hinten umgekippt? Ich bin auch nicht allein. Das ist natürlich gut. So. Dann holen wir hier auch noch die Eindämmungskristalle raus. Ah, wir sind genau zu ihr hin. Zur Schokostahl. Das ist keine sie, es ist ein er. Schokostahl. Oh, der Name ist auch ganz okay. Bleibt doch hier. Der will doch nicht mit euch spielen. Aber ich will mit euch spielen. Oh, da sind sie alle beide gleichzeitig hingefallen. Glücklicherweise ist das hier kein Event, bei dem man jedes Mal, wenn man hier so ein... Oh, voll cool da oben mit den Fledermäusen. Bei dem jedes Mal, wenn man hier so einen Eindämmungskristall aberntet, dass dann da ein Monster spawnt. Das finde ich immer ein bisschen nervig. So. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal reingehen hier. In diese Höhle mit den Fledermäusen. Das sieht einfach mega aus. So. Zack. Vielleicht macht der Schokoblut ja doch da mit. Na? Und? Gib schon ab. Ich habe das Gefühl, das hat überhaupt gar keinen Unterschied gemacht hier. Als er was abgegeben hat. Oder hat er vielleicht gar nichts abgegeben? Aber was auch immer er tut... Er macht anscheinend viel Aua mit seinem Schwert. Achso, hier gibt es keinen anderen Weg, ja? Es gibt nur diesen Weg nach draußen. Oder? Ja, das ist der Weg, den wir gekommen sind, ne? Na gut. Machen wir hier noch diesen Kobold und dann vielleicht auch noch den Kobold da vorne. Querripik. Querripik. Mhm. Ich finde das schön, dass relativ viele von den NPCs hier Namen haben, auch wenn die vielleicht jetzt keine so tragende Rolle haben, aber das gibt der ganzen Welt doch einfach mehr Tiefe. In vielen Spielen heißen die dann einfach nur Bauer oder Skrit. Oder sie heißen ja auch hier oft genug Flaschenwerfer Skrit, aber manchmal habe ich das Gefühl, gibt es da so ein paar ArenaNet-Mitarbeiter, die dann guten Tag haben. Und die dann Spaß haben, da geht's wieder raus. Ah, da geht's wieder raus. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier nirgendwo mehr von diesen Kristallen gefunden. Es tut mir sehr leid, liebe gelehrte Dane. Das ist auch eine Silvari, ne? Mhm. Aber ich kann ja nicht hier welche abbauen. So, das würde ich gerne machen, aber es geht nicht. Damit die hübsche Pflanzenfrau uns helfen kann. Ich tu das schon, ja, aber... Was soll's noch bringen? Wir können mal übrigens das Herzchen hier entgegennehmen noch. Verdientes Vertrauen. Aha. Das ist ja schön, dass ich mir irgendwie euer Vertrauen verdient habe. So, wir rennen einmal kurz hier so ein bisschen durch. Ich möchte ganz gerne wissen, was da hinten mit den Fledermäusen ist. Oh, mega. Das sieht ja mega gut aus. Oh. Hübsch. Na ja, gut. Sie lassen mich... Was zur Hölle? Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Phantom-Kobold hat mich beinahe aufgefressen. Der frisst mich immer noch auf. Der frisst mich immer noch auf. Der Phantom-Kobold hier. Komm hier rüber. Du Kobold-Gesicht, du. Ja. Stirb in meiner Lava-Fontäne. Los. Geh zu! Dann muss ich tatsächlich nochmal mit den Steinchen werfen.
Ja, wie eh und je, hab nicht so eine große Klappe, meine Liebe, ja? Das steht dir nicht so gut. Ah, also da unten? Geht's denn da unten noch in eine Höhle rein? Auf jeden Fall gibt's da Höhlenspinnen. Genauso wie auch dort gibt es Höhlenspinnen. Und Golderz, das nehmen wir aber mit. Golderz. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich mal versehentlich für irgendwie eine Ader oder irgendwas das falsche Werkzeug in der Hand habe, weil dann ruiniert man sich die Ausbeute. Ah, Skript-Wachposten. Ne, so einer, der halt keinen Namen hat. Ist ja auch in Ordnung. Aber wie cool wäre das denn, wenn der jetzt Skritt-Wachposten Tirikti hieße, oder? Ja. Ach, ihr blöden Höhlenspinnen. Ihr lasst euch immer so schön in die Irre führen. Weil ihr dann so lahm seid. Ich renne nochmal hier durch. Ach, das Event war jetzt erfolgreich, sehr schön. Das heißt, da haben wir jetzt den Abschluss für gekriegt. Reichhaltige Eisenader. Oh, das ist aber nett. Die nehmen wir uns doch. Hauptsache, wir werden jetzt hier nicht Okay. Wir werden doch belagert. Na, die gehen ja relativ schnell. Die sind 3 Level unter uns. Bumm. Schon die nächste angeschossen oder nicht? Nee. Dann können wir hier in Ruhe weiterhacken. Ich gucke nochmal hier auf die Karte. Ah, okay. Da oben können wir noch rauskommen. Und hier gab es doch auch noch einen Ausgang, oder? Mhm. Achso, und wir können... Wir haben nicht die richtigen Werkzeuge. Oh, dann müssen wir was Neues ausrüsten. Ich würde mal sagen, wir nehmen eine Eisenspitzhacke. Hack. Ja. Mit einer Eisenspitzhacke kann man Eisen abbauen. So ein Wunder. So, ich gehe einmal hier rausgucken. Ah ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein Wegpunkt, den wir schon haben. Ach so, hier sind wir wieder. Hä? Moment. Wie? Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass es hier auch in eine Höhle reingeht. Ah, okay, ja, gecheckt. Und ich denke noch, ah, wo geht's denn hier raus und wieso ist denn da überhaupt schon die Wegmarke? Hätte ich mal auf den Namen geguckt. Dann hätte ich es mir gespart, hier rauszurennen. Eine Veteranenhöhlenspinne gibt's hier auch. Mhm. So, und jetzt haben wir einmal einen Weg nach hier unten. Hier ist gerade doch auch noch jemand gewesen. Ach so, das ist die Brücke, über die ich gekommen bin. Na gut. Ha, ist ein bisschen doof, dass man hier wirklich nur die Teile sieht, die man eben hier gerade sieht, weil das halt eine Höhle ist. Müsste mal einer eine Karte von machen, so. Eiswurmjunge, die sind nicht aggro. Aber da vorne der Veteran-Eiswurm, wenn er uns sieht, schon. Auf der Karte befinden wir uns hier. Jetzt noch ein bisschen östlich von dem Gehöft, wo wir Eismänner oder Eisenmänner gebaut haben. Ja. Gehen wir also nochmal rein. Vielleicht gibt es doch noch einen Ausgang hier aus der Höhle wirklich im Osten. So richtig im Osten. Ich meine, ich hätte da vorhin doch noch was gesehen, oder? Es war sogar ganz am Anfang, meine ich. Ach so, genau, wir können ja hier runter gehen. Hier habe ich doch irgendeinen anderen Spieler entlanglaufen sehen. Vielleicht geht's hier raus. Sieht doch ganz gut aus. Nee, es gibt hier nur eine reichhaltige Ader und eine Veteranenhöhlenspinne, die ja ganz viele Kinder macht. Hilfe! Ich will gar nichts von euch. Ich wollte doch nur meine Sightseeing-Tour. Ich wollte gar nicht stören. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Boah, hier auch. Mega cool sieht das aus. Also in dieser Höhle würde ich auch forschen, ja. Beeindruckbarer Skrit, was ist mit dir? Habt ihr was? Habt ihr was? Ihr gut, ihr Freundin von Skrit. Ihr braucht Unterstützung, kommt her. In Ordnung. Und jetzt? Wahrscheinlich konnte man das für das Herzchen machen, aber das haben wir jetzt ja schon anderweitig abgeschlossen.
Ah, hier kommt man auch raus. Pistolenschütze, Wachposten und so weiter und so fort. Dann gucken wir doch mal, was auf dieser Seite ist. Ja, da dieser haben wir zum Beispiel den Herzchenhändler. Gelehrter Anteil der Geduldige. Oh Gott sei Dank ist das ein Mann. Ich habe ja erst gelesen, gelehrte Chantal. Oh, eigentlich meistens ein Zeichen, dass ich ins Bett gehöre. Es war auch ein ganz schön anstrengender Tag heute für mich. So, danke für eure Hilfe. Oh, es ist ja ein Schar. Danke für eure Hilfe. Die Skrits sind sehr dankbar, so wie ich. Dankbar genug, um mich zu belohnen? Hahaha. Was hat er denn da? Er hat wieder Feldhandbücher für meine Ohren. Die sind nämlich schon noch nicht gepierst genug. So, geduldiges Schwert. Was Ihnen an klarem Verstand fehlt, machen Sie durch das Sammeln von Schrott wett. In diesem Fall von magischem Schrott. Mhm. Geduldiges Schwert. Und ein geduldiger Schild. Und ein Feldhandbuch der Abtei Domant über die Skrit. So, was gibt denn das? Kraft und... Nee, es gibt Vitalität und Zustandsschaden. Nee, das kannst du behalten, Antal. Schilde, Schwerter, das kann ich alles nicht gebrauchen. Aber ich kann dir was verkaufen, und zwar haarige Spinnbeine, Stacheln und Rückenflossen. So, und beim Rest, jetzt muss ich nämlich gucken. Jetzt muss ich gucken. Genau, wir können erstmal gucken, was wir bergen können. So, in Ordnung. Jetzt haben wir da oben ein frei. Das finde ich immer doof. Weil wenn sich hier was reinsetzt, dann kriege ich das oft nicht mit. Das ist der Grund, warum ich meistens diese chaotische Unordnung habe, weil ich muss sowieso immer gucken. Tannenschößlinge. Haben wir denn schon einen Tannenschößling abgeerntet? Egal. Selbst wenn nicht, dann holen wir uns da vorne hier die Sehenswürdigkeit. Oh, sieht cool aus, diese Klamm. Eine richtige Klamm hier. Ist wahrscheinlich bei einem Erdbeben auseinandergebrochen und dann haben entweder die Norn oder, wartet mal, das sieht eher aus wie die Zeichnungen, die es auf den Jötun-Schwertern gibt. Ah, da auf der Seite vielleicht auch. Ja, wobei da ist ein Vogel eingraviert. Naja, ist egal. So, jetzt sind wir also hier auf dieser Seite. Das hier oben haben wir ja schon alles frei. Warum? Ach ja, weil wir mit dem Speer geredet haben. Gibt es denn hier noch einen Speer? Nee, ne? Wir haben hier einmal ein ganz kleines Lager mit Kaufleuten und einer Sehenswürdigkeit. Und dann haben wir hier oben noch den unentdeckten Aussichtspunkt. Und ja, hier hinten haben wir noch jede Menge. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen oben entlang. Und da haben wir sogar noch zweimal Speer relativ nah nebeneinander. Okay, ganz da oben ist das. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier drüber kommt. Da bei den Adlergreifen irgendwie jetzt hier gleich rauflaufen kann. Gucken wir mal, so hier so vielleicht. Oder vielleicht... Ach so, guck mal. Das ist ja noch viel einfacher. Ich mach's mir halt immer gerne schwer. Es gibt ja auch ein paar richtig tolle Aussichtspunkte, die so richtig schön tricky sind. Wo man dann zum Beispiel so sich hochschießen lassen muss. Mal gucken, vielleicht werden wir in das entsprechende Gebiet mal reingehen. Aber erstmal gucken wir uns jetzt hier den Aussichtspunkt an. Viel Spaß! Oh, sie steht da genau unter dem Mond. Wie schön ist das denn? Das ist ja total schön. Ich finde das süß, wie die Asura, wenn sie halt so lange rumstehen, irgendwann anfangen halt so die Arme vor der Brust zu verstrengen. Sieht immer so ein bisschen trotzig aus. Ich glaube, ich habe übrigens irgendwo noch ein Frisuren-Umstyling-Kit. Ob wir vielleicht irgendwann mal gucken, was es mittlerweile so seit Erstellen dieses Charakters, beziehungsweise eigentlich, weil wir es ja noch nie geguckt haben, seit der Einführung von neuen Frisuren alles für neue Frisuren gibt. Das können wir doch mal machen, oder? Hm? Dann, oh, Tintabule, ja, guck dir mal diesen schönen Aussichtspunkt an. Ist empfehlenswert, nimm eine Nase Schnee. So.
Hui, hui. Wir wollen wenigstens noch hier. Ach genau, Jötun. Jötun sind hier. Das habe ich mir doch gedacht. Wie gesagt, entweder Norn oder Jötun haben diese Malereien gemacht. Wer liegt denn da im Dreck? Gold Arnold. Was hat der Gold Arnold gemacht? Es liegt nur die Hälfte vom Gold Arnold hier. Gold Arnold, ich werde dich rächen. Ich kenne dich nicht, aber... Oh, Bums. Der ist auch so blöd im... Der hat wahrscheinlich gedacht, er steht hier safe. Der Gold Arnold. Oh, sehr geil. Sehr geil. Aber ich stelle ihn mal hin, weil... Jemand, der so tolle pinke Schuhe trägt, da muss ich wenigstens sehen, wie der obenrum gekleidet ist. Das muss schon sein. So Gold... Oh. What the fuck? Was ist das für ein Helm? Oh, das sind tatsächlich sogar Augen zu sehen. Gold Arnold sieht aus als... Also von hier vorne aus sieht es aus, als wäre das hier ein Brustpanzer für Frauen. Naja, gut. Und hier oben, anstelle von einem O-Ring, ist hier so ein toller Ring. Oder kann man die Krieger daran an der Leine führen? Oh, Fragen über Fragen. Und da, Gold Arnold wird sie uns nicht beantworten. Sehr schade. Na gut, dann gehen wir mal an Luxen vorbei, hier zu diesem Gehöft. Wer steht denn hier so rum? Ein Kind. Und... Gegner. Hallo Gegner. Ich gehe mal hier so rein, dann kann ich mir den Gegner angucken. Oh, rothaarig. Ein richtiger Nase weiß ich jetzt schon. Ich soll nicht mit Fremden reden. Jotun Söhne Svanir, Skrull oder Skrit. Meine Mama beschütze ich, egal wer da kommt. Oh, okay. Oh, ich habe aber gar nicht die Auswahl, die ich eigentlich hier für meinen Charakter treffen wollen würde. Ich habe hier entweder zur Auswahl... Du hast Mut, Junge. Pass nur auf, dass du den Mund nicht zu voll nimmst. Wieso sollte ich denn sowas sagen? Oder mit einem starken Krieger wie dir in ihrer Nähe ist sie in Sicherheit. Das ist aber total Asura-untypisch, so eine Aussage. Dann frage ich lieber, was ist mit deiner Schwester? Sie gewinnt immer gegen mich, wenn wir uns prügeln. Also kann sie auf sich alleine aufpassen. Okay, gut so. Das ist schön, da muss ich nämlich gar nichts hier dazu sagen. Reden wir mal mit dem Kind. Ist das nicht die Schwester? Hat der Junge einen Namen verdient? Er heißt Gegner, aber das Mädchen nicht? Das Mädchen mag auch... Genug geredet. Spielen wir. Ja, viel Spaß, ihr beiden. Vielleicht finde ich die Schwester aber auch hier drin. Bergtrolde. Das ist auch ein guter Name. Bergtrolde. Bergtrolde Eishüpfer. Dies ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Ich grüße euch. Hoffentlich seid ihr auf euren Wegen hierher keinem Jötun begegnet. Sie hausen in der Nähe meines Kenning und legen sich mit jedem an, der vorbeikommt. Was tun die Jötun? Sie sind hinterlistig, wie gehabt. Ihr Lager ist östlich von hier. Sie nennen es Taigin Kenning. Aber ich würde euch nicht raten, dorthin zu gehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Haben sie jemandem ein Leid angetan? Schmerz, ja, und Schlimmeres. Jötun sind primitive Wilde und nicht besonders nett zu Eindringlingen. Geht ihnen aus dem Weg, wenn möglich. Okay, das werde ich mir mal merken. Also die Gebäude von den Norn hier finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Hier in der Mitte dieses riesige Feuer, was die ganze Hütte hier... Der Abteihistoriker, wie klein ist der denn hier? Der passt nie auf die Stühle drauf. Aber ich wollte gerade vom Feuer reden, dass hier so super schön wohlig ist und die ganze Hütte erfüllt. Was haben wir hier? Ein riesiges Bettenlager. Oh, wie cool. Hier schlafen vielleicht die Eltern mit den Kindern zusammen, beziehungsweise die Kinder mit der Mama zusammen. Ja, okay, Regale gibt es hier auch. Ah nee, hier ist nochmal ein Einzelbett. Dann ist das hier vielleicht kein Bett für die... Familie, sondern einfach nur so eine Gammel- und Lagerstätte. Zum Kuscheln und zum Bücherschmückern vielleicht. So, wir haben hier noch einen Kaufmann. Bereit für eine Herausforderung? Hier bekommt man auf jeden Fall überall die Dunkelstahlsachen. Das heißt, wenn wir das Gebiet verlassen, müssen wir daran denken, auch vielleicht
allerspätestens hier der kleine Abteilhistoriker hier eine Dunkelstahl-Ausrüstung, also in Sachen Werkzeug mitzunehmen. Explorator Skrodgar, ach, mit dem mag ich jetzt auch noch gerne reden. Und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Die Geister der Wildnis empfangen euch. Aha, er erforscht also die Jötin. Bergtrolde war so nett, mich in ihrer Hütte wohnen zu lassen, während ich die Jötun erforsche. Warum würdet ihr die Jötun erforschen wollen? Die Jötun mögen jetzt roh und gewalttätig sein, doch einst waren sie eine große Zivilisation, die über fortschrittliche Technologie und uraltes magisches Wissen verfügte. Oh, es ist kaum zu glauben. Was ist mit ihnen passiert? Sie waren besessen von der Idee einer reinen Rasse und stürzten sich in Bürgerkriege, die einen Keil zwischen sie trieben und ihre Gesellschaft zerstörten. Ihr Wissen starb mit ihren Anführern, bis nur noch das von ihnen übrig war, was wir heute kennen. Das ist die legendäre Gastfreundschaft von Zittergipfel. Das ist tragisch, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ja, also wenn das stimmt, ich kann sowas ja immer nicht glauben, ne? Oh, die Bürgerkriege haben sie an den Rand der Apokalypse gebracht. Naja. Okay, gut, wir wärmen uns auf jeden Fall auch hier ein bisschen am Feuer. Ich stelle mich lieber zu den Kindern, die sind mir gewachsen von der Größe her. Hier. Aber keine fiese Matenten hier. Ich kann nämlich auch anders. Gut, ihr Lieben, habt ihr noch ein schönes Wochenende? Wir sehen uns am Montag wieder bei der nächsten Folge Let's Play Guild Wars 2. Macht es gut!